Hallihallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Murdered Soul Suspect. Wir sind immer noch auf dem Friedhof und wir müssen, ich glaube, Sophia hieß die, finden. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Dämonen haben wir ja alle erfolgreich vernichtet. Und ich glaube, die Ruckler müssten jetzt aber auch weg sein. Weil ich habe jetzt extra nichts im Hintergrund gemacht. Vielleicht sprechen die nochmal mit uns, aber ich glaube nicht, die sind eher pissig drauf. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich etwas suche? Ich habe dich gerade vor Dämonen gerettet, du blöde Kuh. Vielleicht ist Sophia hier drin? Sophia? Warum sollte ich mich verstecken? Ich suche doch nur Sophia. Ablenken? Brauche ich nicht mehr, kann er wegscheuchen. Hui! So. Verwegener Ronan. Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine Versicherung, dass es ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stürzt er sich eines Tages in eine Situation und kommt in einem Sarg wieder heraus. Ja, das wollen wir ja natürlich nicht hoffen. Dachten wir uns, ist aber schon passiert. Hallo? Was macht ihr da? Das ist illegal. Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Dann komm her und versuch du es. Okay, ich weiß, es ist Stahl oder Eisen oder so, aber es ist wie ein Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir nach Boston trampen. Und das mitten in der Nacht. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Hey, entspann dich. Denk dran. Die ganze Sache war deine Idee. Wessen Idee war das? Das wird nicht gut ausgehen. Dass man sie ganz leicht aufbekommt, nachdem die Leichen drin sind. Denk nicht, so viel Spaß hatte ich noch nie. Ich dachte, den hast du. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. Jungs, was ihr da macht, ist höchst illegal. Was wollen die denn da drin sehen? Gucken wir es uns doch mal an. Ein Sarg? Und da drüben? Die wollen zu dir. Wer ist der Held? Was ist der ganze Mist? Fragen wir, wer der Held ist. Herr Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. Wie bist du denn dann gestorben? Hat das was mit den Freunden zu tun? Schau mal da, der hat schon die Hände da drin. Da ist Sophia. Warum läuft sie vor uns davon? Kleiner. Wir befinden uns hier im ältesten Teil. Warum Ronan Kopf wurde.
Ronan war heute ungewöhnlich philosophisch. Sonst sagt er solche Dinge nicht. Aber er sprach immerzu von Karma und wie er sich von seinen vergangenen Fehltritten reinwaschen müsste. Ich nehme an, er meint die Verbrechen in seiner Vergangenheit und deswegen muss er Cop werden, um zu sühnen, sagt er. Es war der einzige Weg, den er sah. Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach den Prozessen? Oh, gute Frage. Haben das alle gehört? Diese junge Dame hat gerade gefragt, ob das vor oder nach den berühmten Prozessen war. Quarantine Ridge Monument Hill. Dieser Friedhof ist recht alt. Okay, wir gehen jetzt ein Stück weiter. Würden Sie mir also bitte folgen? Die Reisegruppe. Ich frag mal, ob er ein Problem mit denen hat. Hey Kumpel, hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich hab ihn nicht getötet. Ich hab nie einen von ihnen getötet. Das hab ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Hab gehört, da draußen gibt's einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. So ein Spacken. Ob es da drin wirklich spukt? Ja. Es lief mir kalt den Rücken runter. War das ein Geist? Der sogar in dir, Herzchen. Und gleich in deiner Freundin. Wie heißt die eigentlich, Elvira? Ich will nicht von dir Besitz ergreifen. Ich möchte Brüste. Jawohl, ja. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? Pest, Baby, Pest. So eine kurze Führung. Tja, ist ja auch schon spät. Habe ich Sophia da unten gesehen? Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Okay, die bleibt also in der Zwischenwelt, weil sie ihren Grabstein pflegen will. Ah, ich meine, ich habe schon einige Putzleute erlebt, die es so extrem nehmen, aber so. Erstmal zu ihr da. Was denken wir? Was sagst du als Unbeteiligte zum Thema Intelligenz? Wahrscheinlich Schandtaten, über die man nicht spricht. Jo. Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Schau mal, der sieht gar nicht so brutal aus. Ein junger Metzger. Normalerweise sind die doch dick und alt und fettig und... egal. Den Teil mögen sie wohl sehr. So friedlich. Aber mit diesen Leuten sind furchtbare Dinge geschehen. Ah ja. Zwölf Stück und wir haben erst ein. Oh, viel Spaß. Hier liegen Betten. Ist bestimmt zu der Zeit, als die Pest war oder so, war das ein Sanatorium. Also vermute ich jetzt mal, was liegt denn da? Ein Flachmann! Was haben wir hier? Gelbfieber-Gedenkplakette. Wie viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Welthandel veränderte, starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Gelbfieber.
Sag ich doch. Was war das für eine Einrichtung? Eine Kantine. Nee, Quarantäne. Quarantine. Steht da Quarantäne? Quarantine. Englisch. Quarantine. Was haben wir denn hier, Nettes? Eine Säge. Ah, Obduktion. Okay. Die Tür ist offen, also können wir hindurch. Verkaufsoffener Sonntag. Na, da gehen wir gleich hin. Wir gehen erstmal hier zum Händler. Tag, ich hätte gern doppelten Whisky und Fragen. Dr. Trotters Befunde. Ja, wessen Hand ist das, ist glaube ich die bessere Frage. Wessen Hand ist das? Ah, nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mehr nach Voodoo als nach Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ja. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. Und das Schlimme ist, solche Doktoren, die da wirklich menschliche Experimente gegeben haben, gab es schon im Mittelalter. Also Mengele war da jetzt nicht unbedingt der Erste, sondern die gab es wirklich. Also die da wirklich gesagt haben, an Menschen rum zu experimentieren. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass mittlerweile auch schon längst an dem Klonen von Menschen gearbeitet wird. Und zwar mit menschlichen Versuchen. Ah, schau mal, da sitzt noch jemand. Achso. Warum sind die Leute krank? Das weiß ich, Gelbfieber. Und was war das für ein Ort? Eine Klinik wahrscheinlich. Und was war das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Ich habe Sie sagen gehört, es sei eine Art Feldlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Ja, das war menschliches Material und das war das Schlachthaus dazu. Ja, ja, wir gehen ja schon die Treppen hoch. Kommen wir da durch? Ne. Jetzt habe ich dich endlich. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Sehe ich genauso. Oh, oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Wieso? Du kannst das doch auch. Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Mit R? Halte linke Maustaste gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit der Maus, lasse los, um zu teleportieren. Ich will darüber. Ah! Das ist ja einfach. Na, ein Stück hoch. Woho! Wo ist sie hin? Komme ich auch da rein? Ja, ich komme da rein. Ich habe es gerade gesehen. Okay, dann müssen wir uns noch ein bisschen anders stellen. Okay, jetzt kommen wir auch an Wege, an die wir sonst nicht kommen. Ist das zu weit? Moment. Oh, ist das wieder ein Fissel.
Ach, wir sind ja tot, passiert ja nichts. Aber wir müssen trotzdem Sophia finden. Die irgendwie verschollen ist. Kommen wir auch direkt da hoch? Ja, entfernungstechnisch funktioniert das wohl noch nicht so. Ist noch nicht ausgereift, die Technik. Wir gucken. Doch, da müssen wir hochkommen. Hier war doch gerade ein Hinweis. Da, genau. Ich hab's auch blinken sehen. Neues Gerechtigkeitstattoo. Ein weiteres Tattoo auf seinem Rücken. Eine weitere Frau, aber zum Glück eine abstrakte Justitia. Mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich frage, was sie bedeutet. Und zum ersten Mal sagt er, er wolle nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hatte einen traumatischen Gerechtigkeit ist nicht blind. Moment. Ach so. Vielleicht öffnet er sich später. Oh, jetzt gucken wir nochmal, ob wir sie jetzt nochmal finden oder ob sie immer noch vor uns abhaut. Aber ich glaube, die ist eh schon über alle Berge. Die ist weg. Aber cool, jetzt können wir uns auch teleportieren. Das könnte uns helfen, wenn dann wieder mal die Bösen kommen. Na, ob ich die alle finde? I do my very best, but I konnte nichts versprechen. Ah, das hätten wir doch schon viel früher brauchen können. Cool. Echt gut gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir wieder rauskommen. Also auf normalem Wege. Wir müssen nämlich mal wieder verlaufen. Wir sind aber, glaube ich, in einem Bereich, wo gar kein Ausgang ist. Ja, da steht Exit, da ist kein Ausgang, ist klar. Warte mal, ja? Ah, die haut immer noch ab. Nein, nein, wir wollen ja nicht rückwärts beamen. Jetzt bleib doch einfach mal stehen, Mädchen. So, wir laufen mal wieder normal. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist schon wieder. Ich glaube nicht, dass die hier hin ist, weil hier waren wir ja gerade. Kleine Sophia. Dahin sollen wir wahrscheinlich nicht. Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem, Massachusetts. Wegen der grauenhaften Geschichte dieser Stadt ist sie eine Brutstätte für Geister. Suchen einige dieser gequälten Seelen, dieser schreienden Trugbilder aus vergangenen Tagen der Stadt immer noch diesen Friedhof heim? Schreiende Trugbilder? Travis, meinst du nicht, das ist etwas übertrieben? Okay, cut. Dwayne. Wer guckt sich sowas an? Frage ich mich auch gerade. Wenn du doch bloß wüsstest, wovon du da sprichst. Gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. Fang doch mal an. Ach ja, wir suchen wieder Sophia. Da müssen wir doch nochmal rundherum laufen. Durch seine gewaltsame Geschichte paranormale Aktivitäten. Ja, ja, genau. Paranormale Aktivitäten. Wenn ich es wenigstens ernst meinen würde, wäre das ja alles okay. Die machen es aber nur wegen der Kohle. Wir kommen nicht durch das Loch. Okay, das funktioniert nicht, also kommen wir auch nicht auf die andere Seite. Ne,
Da bleibt uns praktisch eine Barriere. So, jetzt haben wir genug gebeamt, jetzt laufen wir wieder normal. Weil wir wollen ja immer noch Sophia finden. Na, da hoch müssen wir uns aber jetzt wieder beamen. Manche Stellen leuchten auch so extrem mehr als andere. Von daher ist man sich da nie sicher. Okay, so wäre es natürlich auch gegangen. Mutter mit ihrem Kind. Und da sind wir schon gewesen, aber glaube ich dieser kranke Arzt. Diese Projektion schauen uns einfach nur an. Ja, da waren wir schon. Okay, wo ist Sophia? Ich bin sicher, wir werden sie finden. Also das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, ist sie hier hochgegangen. Aber hier geht's ja nicht mehr weiter. Mm-mm. Doch, ich komme auf die andere Seite. Moment, es ging doch gerade. Oh, das ist wieder ein Millimeter. Achtung. Oh, oh. Ah, hier sind wieder neue. Okay. Da nichts wie verstecken. Die sind aber sehr nah. Wenn wir jetzt direkt... Alter, er! Wir sind tot. So, wir beamen uns jetzt nochmal auf die andere Seite. Und dann nochmal. Das ist aber echt Millimeterarbeit. Jetzt sind wir drüben. Verstecken uns. Ah, ablenken. Gut. Komm hoch, Baby. Komm, Baby. Komm. Komm zu mir. Na komm. Prima. Fein. Ja, fein. Da kommt deine Ablenkung. Es und tschüss. Und sofort wieder versteckt. So, die erste Uschi hätten wir. Die nächsten werden etwas schwieriger. Und deswegen machen wir da auch nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, ciao, euer Sonki, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören bei Murdered Soul Suspect. Bis dann. Ciao, ciao.